Möchtest du dem Gefangenen Traumato einen Spitznamen geben? Ja, natürlich, das möchte ich gerne. Ich habe drei Vorschläge für Namen gekriegt. Also das erste ist mal Traugor, das scheint tatsächlich ein ernst gemeinter Namensvorschlag zu sein. Das wundert mich schon ein bisschen, aber immerhin schön für die Bemühungen. Dann haben wir hier noch, da habe ich noch Bob. Ist natürlich sehr geeignet für ein Mädchen. Und mein persönlicher Favorit, Nasenpenis. Also für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, tut mir echt leid, aber wenn man sich schon Nasenpenis ausdenkt, also da kann einfach niemand gegen anstinken. Also ganz ehrlich, tut mir leid. Ja, Nasenpenis was transferred to Bills PC. Oh, ich habe Nasenpenis in Bills Box reingesteckt. Nasenpenis. So, liebe Kinder hier, ich erzähle euch heute mal was über das Studentenleben. Student sein ist eine richtige Wichse. Also es wäre wie so ein, wenn einfach mal so bei euch drei Typen an der Tür klingeln, ihr macht die Tür auf, die kommen einfach rein, gehen in euer Zimmer und wichsen euch die ganze Zimmer zu. So ungefähr dürft ihr euch vorstellen. So und nicht anders. Gestern war so mein erster Tag, so Studium hier. Es war halt nur so eine Vorveranstaltung. Ist noch nicht direkt Studium, aber hier so kleine Vorlesungen für Lernstudierende. Bin ich halt hin, setze mich so in die Vorlesung rein und dann fragt mich so eine: Hey, und was studierst du so? Ja, hier Richtung Lateinisch und so. Ja, was machst du dann hier? Und ich so: Hä, wie? Ja, das hier ist heute für Sonderpädagogik. Wie Sonderpädagogik? Und dann Sonderpädagogik, das ist halt quasi für Sehgeschädigte, Hörgeschädigte, geistig zurückgeblieben, also für die Behindis. Ich war gestern erstmal in einem Kurs, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich unterrichten will später. Aber scheiß drauf. Dann muss ich mir. Oh, dann war es halt schon zu spät rauszugehen. Ich musste. Ich habe mir eine Stunde lang, eine von 4 Stunden lang diese Scheiße angehört. Von so einer Professorin, die keine Ahnung hatte von dem, was sie da redet. Absolut keine Ahnung. Ja, ich habe da mal eine Frage, Frau Professorin. Wie ist das, wenn ich das und das studiere? Kann ich dann das und das machen? Ja, da habe ich jetzt keine Ahnung, da tut mir leid. Frau Professorin, ich habe eine Frage, wo sind hier die Studenten? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Da müssen Sie jemand anders fragen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und boah. Dann haben wir noch eine Stunde Pause gemacht, ich bin einfach raus. Ich weiß ja so. Ich meine, so gesehen konnte ich auch was davon mitnehmen für mein Studium, aber oh, ich kann mir die Scheiße nicht anhören. Dann hatte ich heute diesmal richtige Vorlesung für Gymnasiallehrer und Realschullehrer. Erstmal so, die Kapazität des Hörsaals war auf. Was ist denn das für eine Scheiße mit den Bäumen hier? Was ist denn das für eine negergewichste Scheiße? Packen wir einfach mal drei. Boah. Egal. Vorlesungskapazität vom Hörsaal 250. 250 Menschen passen rein, 500 waren anwesend. Witzig. Oh, nee, ist cool, ich meine, kein Problem, alles cool. Geh mal halt rein und setz uns auf den Boden. Sehr unbequem, egal. Und hören uns an, was sie zu sagen haben. Und oh mein Gott, das war die. So ein geballter Haufen uninformativer, langweiliger Scheiße. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da. Wir erzählen euch heute was über Psychologie und Pädagogik und all den Scheiß, den sie eigentlich gar nicht für ihr Studium brauchen, aber das, was wirklich studienrelevant für sie wäre, das übergehen wir. Und dann habe ich mir nach 1,5 Stunden gesagt: Jetzt reicht's! Bin aufgestanden, habe alles anuriniert, den Raum angezündet und bin gegangen. Gut, das ist jetzt die Realität etwas verschönert. Nach 1,5 Stunden hat die gleiche Professorin wie gestern gesagt: Ja, wir machen jetzt mal kurz Pause, damit sie sich die Beine vertreten können. Dann bin ich einfach gegangen. Ich konnte die Scheiße nicht mehr ertragen. Weißt du, die Professorin hat auch noch so gesagt: Ja, also wer nicht mehr bleiben will, der soll gehen. Und oh mein Gott, sie hatte so recht. Aber immerhin habe ich davon ganz geile informative Blätter mitnehmen können, was
aus denen ich wahrscheinlich genauso wenig Informationen ziehen kann. Oh, ich freue mich auf mein Studentenleben. Und ich sag's euch, geht nicht studieren. Okay, ich übertreibe es aber wirklich maßlos, aber... Guck mal, wir haben Lost Tell gefunden. Das ist doch mal eine freudige Nachricht. Wimmer! Schnief! Oh, bitte Hilfe! Ein gruseliges Pokémon ist aufgetaucht. Vor einer kurzen Weile. Das hat mich so erschreckt. Sie spricht von sich selbst in der dritten Person. Es hat Lost Tell Angst gemacht. Ich bin so verängstigt und mich bitte bewegen. Aber ich möchte nach Hause. Oh, hier kommt es ja nochmal. Nein, geh weg. Es ist zu verängstigend. Ah, ich will mein Daddy. Nein, es ist ein Jude. Und es ist halt wirklich einer. Hypno, das Juden-Pokémon. Alter, das ist krank. Hypno ist so pädophil. Boah, wie ich es halt gekillt habe. Wie es halt auf das kleine Mädchen steht. Oh, das war so beängstigend. Danke dir, Lost Tail. Ist hierher gekommen, um ein paar Bären einzusammeln. Du kannst diese hören. Die Ja-Papa-Bäre. Was ist dein Name? Lost Tail hat Angst. So kann ich mit dir nach Hause gehen zu Papi. Okay, lass uns heimgehen. Wann ist das passiert? Oh, du hast also Lost Tail gerettet. Wie kann ich dir nur danken? Lost Tail, Schätzchen, vergib mir. Daddy wusste nicht, dass du Angst hattest und in Gefahr warst. Ist schon okay, Daddy. Ich habe... Oh, wer sagt, dass ich dein Freund bin, Lost Tail? Ich hasse dich. Ich hasse dich wie alles in dieser Pokémon-Welt. Oh, das war's, ich kann gehen. Danke sehr, danke sehr. Ich habe noch den Tipp bekommen. Haha, jetzt habe ich das Wort gefunden. Lol. Ich soll mal... Ah, das war so klar, dass ich nochmal einen random Encounter krieg. Oh, wie ich die Islander einfach nur verlassen will. Ich solle Glurak, also mein Jalapenos, an die erste Stelle im Team stellen und dann nochmal zu der Frau in dem Haus da nördlich gehen. Am Cap Verde hier. Jalapenos, weite deines Amtes und sei der Erste in meinem Team. Was hast du mir jetzt Geiles zu sagen? Sie hat den ultimativen Typ-Attacke perfektioniert. But no, will no one take it for future... aber wird es irgendjemand für späteren Gebrauch benutzen? Du, dieses Glurak! Oh, das ist das einzig Wahre, das ist das Pokémon! Dieses Glurak ist es wert, die ultimative Attacke zu werden. Wirst du es immer lauen? Wirst du bla bla bla... Blastburn. You will allow it, then let me confirm my ultimate blast burn on your Charizard. Ja. Feuerodem heißt es angeblich im Deutschen, hat mir man zumindest gesagt. Ich kenne die Attacke ganz ehrlich nicht. Es wird wahrscheinlich sowas sein wie Feuerschirm. 150, ja, es ist nice. Aber trotzdem, also Flamethrower behalte ich erstmal. Ich hau Metal Claw raus. Metal Claw ist ein Bullfick. So, Metal Claw und... Gasp. Oh, jetzt ist er gekommen, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals diese Attacke jemandem beibringen könnte, wenn ich noch lebe. Oh, jetzt habe ich hier so einen derben Orgasmus bereitet. Halleluja. So, meine lieben Freunde, jetzt gehen wir nochmal... Fick dich, Random Encounter! Jetzt gehen wir noch einmal zu der Island 1 und auf Island... Och, mach mal Blastburn. Oh, Gloom Motherfucking Rack und sein Blastburn. Okay, das war doch nice. So, wie schon gesagt, meine Freunde, wir gehen zu Island 1 und können jetzt zum Glutberg. Und langsam aber sicher diese Scheiße hier beenden. Island 1, heilen wir unsere Pokémon und... Oh mein Gott, ich muss wieder über die See. Wir ignorieren Bill, Er will einfach nur wieder Scheiße sagen und... Ich wette, ich habe irgendwas auf Island 2 vergessen. Der Bill wollte doch irgendwas von mir. Oh,
wir ignorieren jetzt einfach. Wir gehen auf Glutberg und dann verlassen wir die Scheiße hier. Egal, was der Bill sagt oder will. Ich weiß, dass ich die Eiländer nicht verlassen kann, bevor ich nicht das gemacht habe, was Bill will. Das ist eine Scheiße. Oh. Jetzt mal ehrlich. Nein, ich schütze mich bis zum Glutberg hoch. So. Ach ja, ich wollte einem Pokémon noch Zertrümmerer beibringen. TMK Surfly Rock Smash. Jacqueline, meine VM, Bitch. Was sollte sie dafür vergessen? Ja, Quick Attack. Puff! Hat's Puff gemacht und... Pikachu war ein kleines bisschen dümmer. Oh Gott, ich konnte es einfach abbrechen. Warum? Weil wusste ich das nicht. So, hoho. Auf zum Glutberg. Das Item da unten interessiert mich jetzt so nicht mehr, Alter. Das Item interessiert mich auch nicht. Das holen wir alles auf dem Rückweg. Ich will jetzt nur noch verschiss noch eins zum Glutberg. Lavados richtig schön in den Arsch ficken und dann wieder gehen. Oh Gott. Und wie ich Lavados ins Arsch ficken werde, Alter. Boah, der Pokefiele, Alter. Nein, da lang muss ich ja. Wir machen einfach Steine in den Weg. Sind wir lustig, wir Entwickler. Oh, das macht die Scheiße. Guckt sie euch an. Ich kämpf gegen dich. Weißt du, wie sich Höhlen innerhalb von Vulkanen bilden? Nein, liebe Picknickerin, aber du bist es mir... Oh, du bist gar keine Picknickerin. Ein Pokémon Ranger, bäh. Du wirst es mir sicherlich gleich verraten. Oh, guckt euch an, wie sie ein Ultra-Knuffen sagt. Oh, Alter. Wie der halt keine Chance hat, King. Knuffensa! Hä? Was laber ich da gegen Glurak? Was hast du noch dabei? Ein Duflor. Hast du bestimmt noch ein Tangela dabei. Ganz bestimmt. Oder vielleicht was ganz anderes. Ein Habitak. Habitak! Yes, Habitak. Noch ein Duflor. Na, wenn es dir Spaß macht. Es wird sterben. Toll, die Scheiße auch wieder rumgekriegt. Oh mein Gott, 15 Minuten sind fast wieder voll. Das gibt's doch nicht. Atcha! Du bist schockierend gut. Das weiß ich. So. Och, wie ich halt nicht weiß, wo ich lachen muss. Oh. Oh, Schutz wirkt nicht. Oh. Und mein erstes Pokémon auf dem Pyro. Das ist sowas von nie passiert. Sie hat trainiert. Oh Gott, erzähl mir was Nützliches. Oh, die Zeit ist um. Schon wieder 15 Minuten um und... Jocelyn, was haben wir erreicht? Wir haben kein neues Pokémon gefangen. Also Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.